Und jetzt erstmal ein herzlich willkommen zu einem neuen Video. In dieser Videoreihe soll es gehen von einer Kiefermonokultur, wo wir jetzt hier sind, zu einem Mischwald hinzukommen. Und jetzt erkläre ich euch erstmal, was wir hier haben und wo wir hinwollen. Wir sind hier im einen Wald mit hauptsächlich Kiefer und wir wollen hin zu einem gesunden Mischwald. So, und jetzt, damit wir überhaupt hier an der Fräse rankommen, müssen wir erstmal den Zaun abladen. Und das machen wir jetzt erstmal. Und jetzt fragen Sie vielleicht manche, warum wollen wir den Wald auffräsen? Also wir wollen hier den Wald auffräsen, weil man sieht ja hier zum Beispiel, wenn man jetzt hier die ganzen Baumsamen einfach rauf macht, dann würden die ja einfach vertrocknen und vor allen Dingen auch erfrieren. Und dann mit der Fräse, dann arbeiten wir das ja am Boden ein und dann können sie auch direkt rauswachsen. Also ich bin Nico, mir gehört hier quasi der Wald. Wir haben hier ungefähr 8 Hektar Wald und 7 davon sind Kiefern. Knapp ein Hektar ist Eiche ungefähr. Ja, aber das wollen wir heute ändern. In den nächsten Jahren nicht. Wir haben eine kleine Fräse. Aufgrund von Mangel von Alternativen haben wir nur so eine kleine. Wir wollen erstmal gucken, ob das überhaupt funktioniert. Vielleicht, ihr seid jetzt live dabei, ob das überhaupt so funktioniert, wie wir uns das vorstellen. Ist das jetzt gut so oder was? So, jetzt müssen wir ja erstmal gucken. So. Ja, das ist richtig gut hier. So, das haben wir jetzt hier schön aufgelockert. Ist jetzt bisher nur eine Reihe. Aber da kommt noch mehr dazu. Man sieht jetzt hier, so muss das hier schön locker. Mensch, Nora. Hier ist jetzt schön locker. Dann kommen hier die Samen gleich rein. Also wir machen das erstmal weg. Dann kommen hier die Samen rein. Und dann haken wir das, wieder zu. Und dann kommt hier noch ein Zaun rum. Wir haben jetzt hier erstmal die Fläche ein bisschen grob gefräst. Jetzt haben wir auch eine Hake besorgt. Jetzt hacken wir das hier so ein bisschen auf. Streuen da die Baumsamen rein. Hier haben wir jetzt hier die ganzen Baumsamen. Also das sind ja natürlich jetzt nicht nur so ein paar. Darunter sind noch mehrere, also andere Sorten. Und hier sind auch nicht nur Ahorn und Esche. Wenn man hier mal ein bisschen guckt. Da sind auch noch Eicheln und nochmal Baumhaseln. Und hier sind noch verschiedene Nadelbäume, also Nordmanntanne, Lärche, Seekiefer und sogar Mammutbaum. Ich hoffe, da kommt eine schöne bunte Mischung denn zusammen. Und jetzt haken wir hier das mal ein bisschen auf, das zeige ich euch mal. So, dann streuen wir das da rein, dann machen wir hier die Erde rum und dann machen wir hier einen Zaun rum. So, hier in den Eimer haben wir Esskastanie, Stieleiche und Walnuss. Und eigentlich hatten wir irgendwo noch eine Traubeneiche. Hier haben wir jetzt 4 Sorten drin und die müssen jetzt nur noch im Boden rein. So, wir haben jetzt hier die Reihe einmal gemacht. Wir haben jetzt hier das Ganze, die oberste Schicht mal weggehakt, die wir mit der Fräse aufgelockert haben und dann die ganzen Samen hier reingemacht. Und das machen wir jetzt hier Reihe für Reihe. So, und jetzt könnten sich vielleicht manche fragen, warum machen wir das hier eigentlich überhaupt mit den ganzen Fräsen? Und dann mit den ganzen Baumsamen, mit den Sammeln und mit den Ausbringen. Also es hat verschiedenste Vorteile, hier einen gesunden Mischwald hinzukriegen.
Also der erste und der wichtigste ist vor allem die Artenvielfalt. Wenn man viele Bäume hat, dann kriegt man ja auch gleichzeitig mehr Tiere und auch viel mehr andere Pflanzenarten. Und man sieht ja hier die Kiefer. Also wenn man auch mal hört, man hört keine Vögel, obwohl es eigentlich so typisch ist für einen Wald, dass Vögel sind. Und das wollen wir halt kreieren, wenn wir hier einen gesunden Mischwald kriegen. Also hier ist halt wie gesagt so ziemlich alles drin, was hier eigentlich schon wächst. Und deswegen versuchen wir hier einen gesunden Mischwald hinzukriegen. Und außerdem ist es auch noch ein wichtiger Punkt, wenn man einen Mischwald hat, ist der Wald nicht so anfällig auf verschiedenste Schädlinge oder Pilzerkrankungen zum Beispiel. Ja, wie zum Beispiel die Fichte sieht man ja jetzt top aktuell überall. Die Trockenheit und der Borkenkäfer. Man sieht ja die riesigsten, also ganz viele Kahlflächen. Und da hoffen wir, dass das hier bei der Kiefer nicht passiert, weil ja, es ist halt hier so ziemlich nur Kiefer. Und wenn die Kiefer hier wegfällt, dann sieht das hier so aus wie in weiten Teilen Deutschlands. Und deswegen versuchen wir jetzt hier einen gesunden Mischwald hier hinzubekommen. Ja, also viele Vorteile gibt es eigentlich gar nicht bei der Monokultur. Man hat halt nur eine Art, da muss man nicht jetzt verschiedenste Arten kaufen. Ja, und sonst, sie wachsen auch zum Beispiel schön gerade. Ja, sie sind auch leichter zu ernten, wenn nur eine Sorte drin ist. Na, und sonst gibt es ja auch nicht viele weitere Vorteile von einer Monokultur. Hiermit sind die ganzen Baumsamen im Boden drin. Man sieht ja jetzt hier, das ist doch schon ganz schön ein großes Stück geworden. Das waren jetzt so ungefähr, ich glaube, 6 Reihen. Also von oben bis unten einmal. Und jetzt fehlt nur noch eins, und zwar den Zaun. Und den machen wir jetzt. Wir holen jetzt hier nochmal einmal den Zaun, also den aufgewickelten, weil der reicht deutlich noch nicht aus. Wir sind jetzt ungefähr erst so beim Viertel. Und wir machen hier den Zaun erstmal um die Bäume nur darum, weil wir hier den Zaun höchstwahrscheinlich immer noch mal vergrößern werden. Also es wird jetzt hier nicht 10 Jahre dran bleiben, sonst weckt das ja auch nur ein. So, wir sind jetzt hier einmal mit dem Zaun rum. Das hat gerade so gepasst, 2 Rollen. Also man sieht jetzt, oh, huch, wartet mal. So, wir haben jetzt hier ein. Hält das jetzt hier? Wir sind jetzt hier einmal mit dem Zaun rum, wie gesagt. Wir nehmen hier auch extra immer die Bäume mit, damit das einfach mehr Spannung hat. Als Pfeiler. Ja, damit es einfach mehr Spannung hat. Weil sonst fällt der Zaun hier zusammen, sieht man ja. Hoppa. So, hier sieht man ja. Hier müssen wir irgendwie noch ein paar Pfeiler reinmachen. Wie da vorne, können wir auch mal gleich zeigen. Wir haben gedacht, das hält jetzt, wenn wir einfach um die Bäume da drum machen, aber hält irgendwie doch nicht. So, und so sieht das denn eigentlich aus, wenn das fertig ist. Wir haben hier unten denn einen Stamm oder Äste, damit die Rehe nicht unten durchkommen. Und an den Bäumen haben wir das festgemacht, so dass das einigermaßen gut hält. Ja, und hier sieht man die Pfähle. Die halten eigentlich wirklich bisher ganz gut. Das hat mich auch sehr überrascht. Ja, und sonst machen wir den Zaun fertig und dann sind wir hier mit der Versuchsfläche fertig. So, wir haben jetzt hier den Zaun fertig. Kann man hier mal sehen. Da haben wir jetzt teilweise ganz improvisiert. Sieht man ja hier zum Beispiel. Wir haben jetzt hier teilweise einfach so kleine Äste genommen zum Stabilisieren hier vom Zaun. Und man sieht ja jetzt hier, wir haben jetzt hier überall so gut wie es geht gemulcht. Wir haben jetzt hier nicht überall Samen drin. Aber wir haben das so gemacht, dass wir vielleicht im Frühjahr
wenn hier die ganzen Kiefernzapfen aufgehen, dann fliegen wir hier rauf auf das schön lockere, auf den lockeren Boden. Und dann hoffen wir, dass so sich dann auch noch hier ein paar Kiefern ansammeln. Weil es ja auch dann wieder gut. Ja, und wir haben es gestern leider auch nicht mehr geschafft zu filmen. Deswegen sagen wir es einen Tag später. Und ja, ich bin bisher hier wirklich ganz zufrieden gewesen. Da haben wir jetzt wirklich einen ganzen Nachmittag für gebraucht. Also um das zu mulchen. Also um das erstmal alles herzufahren. Dann alles zu mulchen. Dann die Samen reinzumachen. Und dann noch den Sound zu bauen. Also das wurde gestern Abend ganz schön knapp mit der Zeit. Also wo wir das hier fertig hatten, da war es wirklich schon dunkel. Und deswegen konnten wir es nicht mehr filmen und machen es halt jetzt einen Tag später. Das war hier auch jetzt erst der erste Teil. Es kommen auch noch mehrere Teile, weil so ein Wald natürlich hier, das dauert halt Zeit. Und dann wollen wir auch noch hier in den anderen Waldstücken etwas machen. Aber mehr will ich dazu auch noch nicht sagen. Und dann sehen wir uns wieder nächstes Mal. Ciao. So, ich glaube, wir haben es jetzt hier. Festgebuddelt. Jetzt müssen wir einmal mit anschieben. Oh Gott.